Herzlich willkommen im Podcast Ohlsdorf bewegt. Geschichten vom größten Parkfriedhof der Welt. Ich begrüße Sie heute zu unserem Spaziergang Nummer 3. Wir laden Sie ein, mit uns ein knappes Stündchen über den Parkfriedhof zu spazieren, in Echtzeit. Dazu laden Sie diese Folge auf Ihr Smartphone herunter und begeben sich an unseren Treffpunkt auf dem Parkfriedhof. Dort drücken Sie auf Play und können zusammen mit uns der Route folgen. Mein Gast heute ist Thorsten Herbst, der bei den Hamburger Friedhöfen für die Planung von Grabstätten zuständig ist. Er zeigt uns heute neue und auch ungewöhnliche Grabstätten, die auf den ersten Blick gar nicht wie welche aussehen. Unser Treffpunkt ist die Kreuzung Eichenallee-Sorbusallee, nördlich von der Kapelle 13. Wenn Sie jetzt am Haupteingang des Parkfriedhofs Ohlsdorf stehen, drücken Sie auf Pause und steigen Sie in den 270er-Bus. Der bringt Sie bis zur Kapelle 13. Von da aus ist es ein kurzer Fußmarsch nach Norden. Wenn Sie dort sind, legen wir los. In Ordnung? Ja, schönen guten Tag, Herr Herbst. Ja, schönen guten Tag auch. Sagen Sie, wie genau kann man Ihre Aufgabe hier auf dem Friedhof eigentlich beschreiben? Ja, also ich bin zuständig für die Planung, Gestaltung von neuen Außenbereichen auf diesem Friedhof, aber auch eben auf den anderen Friedhöfen, die zu uns gehören. Das heißt einmal die Gestaltung, sich die ersten Gedanken zu machen, aber dann auch alles, was die weitere Umsetzung betrifft, dann die bauliche Umsetzung, das zu begleiten, bis es dann eben auch nachher fertig ist, sei es eben mit Fremdfirmen oder mit eigenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Das heißt, Sie haben da so viele verschiedene Menschen, die Sie dann auch irgendwie koordinieren müssen, ne, in Ihren jeweiligen Aufgaben. Ja. Und was ist unsere erste Station heute hier bei unserem Rundgang? Genau, wir sind jetzt hier gleich, sehen hier den Gemeinschaftsgarten für Mensch und Tier. Mhm. Und da würde ich vorschlagen, dass wir da einfach mal reingehen und uns das mal anschauen. Ja, das ist ja direkt hier an der Bushaltestelle Eichenallee. Ne? Mhm. Hier fährt der 170er vorbei, wie ich sehe. Ich finde das ja immer wieder spannend, dass man auf diesem Friedhof mit mehreren Buslinien unterwegs sein kann. Aber dann gehen wir hier einfach mal rein. Seit wann ist es denn eigentlich möglich, dass Mensch und Tier gemeinsam beigesetzt werden können? Also gibt es ein genaues Datum, das ist der 1. März 2020, also das ist noch gar nicht so lange her. Ab diesem Tag war es möglich, dass Menschen und Tiere gemeinsam in einem Grab in Hamburg beigesetzt werden können. Mhm. Da wurde das Bestattungsgesetz so angepasst, dass es eben in Hamburg so möglich ist. Genau, und im Eingangsbereich sieht man so eine kleine Platzsituation mit drei runden Glastafeln. Auf der einen steht Mensch, auf der anderen steht Tier und in der Mitte ist das Wort Gemeinschaft aufgeführt. Ja. Und viele Zitate, die eben die Beziehung zwischen Menschen und Tieren widerspiegeln. Und Mensch, sehen Sie, ist es blau angelegt, die Tafel. Ja, da muss ich gleich mal sagen, da ist auch gleich eins meiner Lieblingszitate dabei. Ah. Sie ahnen wahrscheinlich, ne? Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos, von Loriot. Genau. War das denn eine Reaktion auf eine große Nachfrage, also dass ein Gesetz geändert wurde, damit Mensch und Tier nebeneinander bestattet werden können? Ich denke, das Bedürfnis ist auf alle Fälle da gewesen, sonst wäre es auch nicht in der Politik entsprechend behandelt worden. Und wir für uns als Friedhof hatten die Vermutung, dass da ein Bedarf eben für da ist. Und deshalb war es uns auch wichtig, auch zum 1. März 2020 auch gleich die Möglichkeit zu bieten, also dass man sofort eben auch so beisetzen kann und wurde auch gleich sehr gut angenommen. Insofern ist das auch ein guter Indikator, dass das wirklich da auch in der Gesellschaft der Bedarf da ist. Ja, ne? Ich sehe das auch. Hier sind ja schon so einige Grabstätten, die man sehen kann. Gibt es denn hier eine Besonderheit bei der Bepflanzung zum Beispiel? Genau, ja. Hier bei diesem Platz, wo wir hier gerade noch stehen, also das nimmt man natürlich nicht erstmal nicht bewusst wahr, aber wir fanden das trotzdem ganz witzig, damit zu spielen. Alle Pflanzen, alle Stauden, die Sie hier sehen, haben jetzt vom deutschen Namen her einen Bezug zum Tier. Ah. Also wir sehen hier vorne, das Blaublühen ist ein Storchenschnabel. Oder was hier so weiß filzig ist, das nennt sich Eselsohr. Ja. Oder wir sehen Fetthenne oder Entenschnabel, hier so von der Blüte her. Ach, ja. Oder wir haben noch Ochsenauge, wir haben Katzenminze. Da hinten steht eine Rose, die heißt Hundsrose. Also so damit spielen wir dann, ne?
Ja, also für uns war es gerade wichtig zu gucken, wie wird es ihm angenommen. Und wir haben einen sonnigen Bereich, wir haben einen schattigen Bereich. Mhm. Wir haben Einzelgräber, wir haben so eine kleine Gemeinschaftsanlage, wo man sich um nichts kümmern muss, wo die Bepflanzung gleich mit dabei ist. Einfach zu gucken, wohin tendieren, sag ich mal, auch dann die Menschen. Ja. Sollte das hier mal voll sein, dass man dann auch dann entsprechend noch gezielter dann ja. auch zukünftig anbieten kann. Ich meine, eine Frage stellt sich mir dabei natürlich, weil Mensch und Tier leben ja nun unterschiedlich lang. Mhm. Wie geht man denn mit den unterschiedlichen Zeitpunkten des Ablebens um? Genau, also die sich dafür interessieren, die können zu Lebzeiten schon einen Krab erwerben. Die können schon einen Krab erwerben zu Lebzeiten. Und wenn ihre Katze stirbt, dann kann die eben schon beigesetzt werden. Ja, ja. Nur ist sie dann offiziell nicht, hat sie nicht den Status wie eine menschliche Urne, mhm. sondern gilt dann als Krabbeigabe. ja, das ist nun mal so rechtlich entsprechend ist das dann eingestuft. Und wenn dann der Mensch verstirbt, dann geht auch erst, sag ich mal, die Gebührenuhr ja, ja. los. Und vorher muss eben der Krabberwerber oder die Krabberwerberin so das Krab bezahlen. Ja, ja. Über eine Gebühr, die es dann gibt. Ich sehe da vorne so eine kleinere Anlage, auf die wir jetzt gerade zulaufen. Um was handelt es sich dabei? Was ist das? Ja, das ist eine kleine Gemeinschaftsanlage, eben auch zum Thema Mensch und Tier. Das sind Grabstätten, wo, sag ich mal, zwei Urnen beigesetzt werden können. Mhm. Eben ein Mensch und dann noch ein Tier. Hier ist halt auch dann die Pflege auch schon inbegriffen, sodass man ja. sich um nichts kümmern muss. Und genau, das ist halt eben auch ein Angebot, was wir so anbieten. Ja, ich sehe auf dem dazugehörigen Grabstein ist ja auch dieses Motto wieder, ne? Mensch, ganz genau, Tier, Gemeinschaft. Das wird wieder aufgenommen, was wir eben eingangs gesehen haben. Und wenn wir uns die anderen Grabstätten angucken, das sind eben ganz klassische Sarg- oder Ohrengrabstätten. Mhm. Da können bis zu 8 Personen oder Personen mit Tieren ja. beigesetzt werden, beziehungsweise auf dem Sarggrab sind es insgesamt 9 Menschen, die dort beigesetzt werden können. Also ein Sarg und dann ja. 8 Urnen. Genau, und es können hier nur Urnen beigesetzt werden. Also jetzt, wenn es um Tiere geht, ja. Särge für einen Menschen können beigesetzt werden. Aber sonst alles, was wenn es ums Tier geht, muss das eben ins Krematorium ja. und dort ja. kremiert werden. Ja. Ja, wenn Sie sagen, dass Tiere, die gestorben sind, dass die kremiert werden müssen, kann man das hier auf der Anlage eigentlich machen lassen? Nein, also unser Krematorium, da ist das nicht möglich. Es gibt spezielle Krematorien für Tiere. Sie sehen halt hier jetzt auch überall die Hecken. Das ist die ganz typische Lindestruktur, die wir hier mhm. in diesem Friedhofsteil haben. Und das war uns jetzt auch bei der Planung wichtig, dass dieser Bereich auch stärker wahrnehmbar ist, dass er separiert ist zu dem ja. Humanbereich, also wo Menschen beigesetzt sind. Damit sich niemand dran stört. Um mögliche Empfindlichkeiten da vorzubeugen. Herr Habst, was ist denn unser nächstes Ziel jetzt auf unserem Rundgang? Wir gucken uns gleich den Wildblumengarten an, mhm. der hier auch nicht weit entfernt ist. Ja, dazu muss man, glaube ich, hier direkt rausgehen und bei der Eichenallee, also rechts rum und dann die Eichenallee entlang. Ne? Ganz genau, ja. Wenn jetzt so eine neue Fläche angelegt wird oder ein neues Konzept, ne, wie funktioniert das eigentlich? Können Sie uns da was zu diesem Entwicklungsprozess quasi sagen? Wie kommt so eine Idee auf Ihren Tisch? Das ist ganz unterschiedlich im Unternehmen, dass dort gesehen wird, Mensch, es besteht ein Bedarf für eine bestimmte Sache ja. oder mir fallen Sachen ein. Und das wird dann eben einmal gemeinsam besprochen, ob das eben eine Perspektive hat. Mhm. Und wenn das soweit abgestimmt ist, gucke ich nach einer möglichen Fläche, wo das eben umgesetzt werden kann. Ja. Und ja, dann wird einmal so der Bestand aufgenommen. Was habe ich hier an Strukturen, auf die ich achten muss oder die eben auch besonders wertvoll sind, mhm. zu berücksichtigen. Und dann ist das berühmte weiße Papier da. Und da muss man sich Gedanken machen. Und das ist immer ein sehr spannender Prozess und interessanter Prozess. Irgendwann hat man das Konzeptionelle oder eben den Rahmen geschaffen und dann geht man immer weiter ins Detail, ja. bis es nachher auch dann ausgeführt wird und dann natürlich dann auch fertiggestellt ist. Können Sie das so in etwa sagen, wie lange das so dauert, von der Idee bis hin zu einer neuen Fläche? Also wenn man das jetzt so ganz stringent macht, bis es baulich umgesetzt ist, kommt ja auch immer auf die Größe an, aber ich sag mal, dass das so eine mittlere Größe ist, so 800 Quadratmeter, sage ich jetzt mal, oder 1000 Quadratmeter, ja. Würde ich schon sagen, ist es
dreiviertel bis ein Jahr. Ja, ja. Und im nächsten Schritt geht es dann an die Ausführung. Haben Sie dann noch Kontrolle drüber, was dann so passiert? Oder? Ja, auf alle Fälle. Das geht dann bis dahin, dass ich eben auch unser Beratungszentrum dann diese fertige Anlage mit allem auch Konzeptionellen, was da reinspielt, ja, dann quasi übergebe und das nochmal erläutere. Mhm. Also wirklich bis zum Schluss. Beziehungsweise, was für mich auch sehr wichtig und interessant ist, die Rückmeldung aus dem Beratungszentrum oder eben auch von Angehörigen. Mhm. Gibt es da nochmal, sag ich mal, vielleicht Sachen, die zu optimieren sind oder die eben auch sehr gut ankommen? Ja. Das berücksichtige ich dann auf alle Fälle dann auch wieder für die nächste Planung. Manchmal ist das ja so, dass bei einer Idee plötzlich so ein Detail bei anderen Leuten noch ganz anders ankommt. Genau. Und man plötzlich merkt, wie Mensch, das könnten wir eigentlich noch einen Tick größer machen. Oder ganz genau, ne? Ganz genau. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir versuchen da auch immer mit aufzunehmen. Weil so können wir uns auch immer wieder weiterentwickeln. Ja, ne? Die Frage ist natürlich auch immer, wenn man etwas umsetzen möchte, wie flexibel ist man dann in dem Prozess noch? Da sind wir schon recht beweglich. Ja. Das ja. ist ganz gut auch. Und auch toll. Also. So, dann gehen wir doch hier mal an der orangefarbenen Stele, wo drauf steht ein wilder Garten. Da gehen wir doch einfach mal rein. Ne? Und schauen uns das mal aus der Nähe an. Gerne. Und jetzt sind wir ja hier. Stehen wir hier vor dem Wildblumengarten hier auf der rechten Seite. Können Sie mir was zu der Idee dahinter sagen? Genau, das ist jetzt anders als das, worüber wir eben gesprochen haben, wie normalerweise das bei uns eben läuft. Mhm. In dem Fall war das komplett anders. Wir hatten eine Bürgerbeteiligung im Rahmen des Friedhofsentwicklungskonzeptes also Ohlsdorf 2050. Ja. Und dort war dann auch eine Bürgerbeteiligung. Da war eben auch eine Fragestellung, welche Wünsche bestehen denn für ein neues Krapfeld? Und da war eben die Aussage einer naturnahen Begräbnisfläche mit einer wildwiesenartigen Anmutung. Da sollte halt eine Trockenmauer sein, ein Sitzplatz. Es sollte extensiv gepflegt werden. Ja. Die Bevölkerung wollte, dass das Krapp auch als Ort klar erkennbar ist, zuzuordnen ist und dass man eben auch einen Namen hinterlassen kann. Und die Aspekte haben wir dann entsprechend in der Planung soweit berücksichtigt. Können Sie denn einmal die einzelnen Elemente und ihre Funktion hier so erläutern? Das kann ich gerne machen. Wir befinden uns hier im Lindebereich des Friedhofs, ja, der sehr formal gearbeitet hat, im Gegensatz zum Cordes-Teil, der eben mehr landschaftlich geprägt ist. Hier sind sehr viele geometrische Formen. Und wir haben versucht, bei der Gestaltung eben beide Aspekte aufzunehmen. Also man sieht hier eben auch wieder diese klaren Heckenstrukturen, die ganze Anlage einfassen. Ja. Man sieht die Krabbreihen. Wir sehen hier Bestandsgräber. Die mussten wir natürlich in diese Planung auch mit berücksichtigen. Ja, die kann man ja nicht einfach wegnehmen. Ganz genau, auf keinen Fall. Sondern ich denke, dass die auch für die Bestandsgräber so entsprechend auch wertvoll, sich als wertvoll darstellt. Bei diesen Gräbern haben wir Staudenbeete angelegt. Ja, die ja von Insekten hier schon die ganze Zeit besucht werden. Wir sehen das ja hier. Ne? Hier fliegen überall Bienen rum. Genau, obwohl das schon ein Unterschied ist auch zu noch vor ein paar Jahren, als die Anlage eröffnet wurde, 2018. Wir haben, genau, also eben diese Strukturen werden eben bedient mit den Stauden, die man hier sieht. Und durch die Pflanzung werden dann, sag ich mal, diese klaren Strukturen auch aufgebrochen und das wirkt alles dadurch auch leichter. Ja, wenn man sich das so anschaut, ist das so, man sieht hier so quasi auch so Inseln, ne, die so in sich irgendwie in diesem Rasenmeer irgendwie stehen irgendwie und man kann richtig von einer Insel zur anderen wandern. Das hat ja also für mich optisch dann immer einen Zusammenhang. Ganz genau und trotzdem unterbrechen wir auch wiederum die Bereiche. Ja. Hier gibt es eben auch große, wirklich große Staudenflächen beziehungsweise hier auch Wildgehölze, die diesen Charakter des Naturnahens eben nochmal verstärken sollen. Weil sonst würden Sie hier immer nur Krabbreihen sehen und das soll es eben entsprechend gerade nochmal eben auch aufbrechen. Wir sehen hier dieser rostrote Ton, das ist der Wasserdost. Wir haben über die Jahreszeiten immer unterschiedliche Farbschwerpunkte. Das wollte ich gerade fragen, das verändert sich ja im Laufe des Jahres. Absolut, dann, ne? Absolut. Im Mai blüht dann hier ganz, ganz stark der weiße Baldrian. Mhm. Dann gibt es eben im Frühjahr auch dann den gelben Winterling oder die gelben Narzissen. Mhm. So wechselt sich das Bild immer über das ganze Jahr. Wenn man sich das hier so anschaut, dann sieht man ja, dass
in die Stauden Anpflanzungen, die die Grabsteine quasi eingesetzt sind. Das sind ja nicht die ursprünglichen Positionen der Gräber, oder? Nein, also die Gräber haben wir neu angelegt. Also die Bestandsgräber liegen natürlich so, wie sie liegen. Aber die neuen Grabstätten, da befinden sich die Steine, sag ich mal, schon stark im Staudenbeet, sind ja quasi eingebunden im Staudenbeet. Und die eigentliche Belegungsfläche, die findet hier in dieser Rasenfläche statt, auf, die wir hier sehen, so dass die Staudenpflanzung gar nicht mehr gestört werden muss, wenn der Stein, eben der Krabbstein, gesetzt ist. Ja. Genau, auch bei dem Krabbstein war es uns auch wichtig, da sagen wir, Mensch, es wäre eben gut, wenn das auch Material ist aus Mitteleuropa, der nicht so weit von so weit herkommen muss. Ah, das ist klar. Ökologischer Fußabdruck. Ganz genau. Und auch die Materialien, die wir hier verwandt haben, haben wir geguckt, dass es Materialien aus der Region sind oder eben auch von unserem Betriebshof. Man sieht halt Klinkerpflaster, selbst der Sandstein von der Trockenmauer dort hinten, der kommt aus der Gegend von Hannover. Ja, ja, ja. Ja, also quasi die pflanzliche Biodiversität spiegelt sich hier dann auch wieder in den Grabsteinen, würde ich das so sagen, ne? Weil die schon sehr unterschiedlich sind. Genau, also trotzdem hat man hier eine große Bandbreite von der Gestaltung und von der Ausgestaltung. Und das Gleiche auch bei der Pflanzenauswahl, das sollten dann natürlich auch alles keine exotischen Pflanzen sein, sondern die eben auch hier heimisch sind, beziehungsweise aus dem europäischen, mitteleuropäischen Raum kommen. Mir stellt sich eine Frage dabei, wie viele unterschiedliche Gewerke sind eigentlich hier dran beteiligt, wenn so etwas wie hier zum Beispiel dieser Wildblumengarten angelegt wird? Gar nicht mal so viel. Einmal die Kollegen oder Kolleginnen aus dem Gartenlandschaftsbau, die machen die Hauptarbeiten hier. Dann haben wir noch einen eigenen Steinmetz, den wir für solche Arbeiten auch häufig benötigen. Ja. Jetzt nicht um die Krabbsteine von den Angehörigen, sondern der uns dann nochmal, wenn es um spezielle Stelen geht, die nichts direkt mit dem Krabb zu tun haben. Ja, ja. Die so ein bisschen angepasst werden, die hier quasi sich ins Bild einfügen. Ganz genau. Oder der vielleicht auch nochmal unterstützend uns hilft bei der Trockenmauer. Ja. Genau das. Und dann haben wir noch eigene Klempner, wenn wir noch eine Wasserleitung verlegen müssen oder umlegen müssen, dann helfen die uns natürlich auch nochmal. Das ist es in der Regel im Großen und Ganzen. Ja, man stellt sich das ja immer vor, dass da irgendwie Leute sind, wie die alle irgendwie zusammenarbeiten müssen. Ja. Und irgendjemand muss ja auch ein bisschen den Blick für haben, ne, dass das da nicht völlig aus dem Ruder läuft. Genau. Also genau, denn die Baubegleitung mach ich dann. Und ich bin natürlich daran interessiert, dass der Planungsgedanke dann auch so umgesetzt wird, wie man sich es vorgestellt hat. Ja. Ja, dann gehen wir doch hier einmal noch mal ein Stück weiter rein. Ich würde mir gerne mal die andere Seite von dieser großen Staudeninsel, die hier in der Mitte liegt, irgendwie mal anschauen. Genau. Auch das ist eine klare Form, das ist eine Ellipse, die aber eben auch durch die Pflanzen überspielt wird. Und man findet dort auch in diesen großen Beeten auch alte historische Steine. Ja, ich sehe gerade, da ist aus direkt den einer drin. 30er Jahre. Ja. Ich finde, das hat auch nochmal einen besonderen Charme. Und diese Steine findet man hier immer wieder in dieser Anlage. Ja, wir sind ja jetzt hier links in den Garten hineingegangen und stehen jetzt genau zwischen diesen beiden großen Staudenflächen, den Ellipsen, wie Sie ja gesagt haben, in denen man ja auch wiederum diese älteren Steine findet. Ja, das ist hier quasi auch das Zentrum von dem Wildblumengarten. So kann man das sehen, ganz genau. Und wir haben eben zwei Sitzplatzbereiche, einmal im Norden und einmal auch im Südwesten, so dass je nach Tageszeit, wer ganz gerne in der Sonne sitzen muss, der hat auf alle Fälle immer Sonne. Ja. Oder eben, wer lieber im Schatten sitzen möchte. Also das war für uns auch nochmal wichtig, dass man dann den verschiedenen Bedürfnissen nachkommt. Ja, man sieht hier in den Stauden, vor denen wir direkt stehen, da sehen wir ja ganz viele Hummeln. Genau. Die hier gerade zugange sind. Genau, das ist einmal die sogenannte Fetthenne, die jetzt auch herbstlich rostrot blüht. Und Kadaminta, wo auch die immer sehr gut angeflogen werden von Insekten.
Und ja, also schöne, schöne Bilder auch mit Schmetterlingen so über das Jahr, obwohl das wirklich weniger geworden ist als noch vor ein paar Jahren. Naja gut, also ich meine, wir haben ja das Problem, dass eben halt Insekten verschwinden. Aber zum Glück durch solche Flächen kann man vielleicht ein bisschen entgegensteuern. Genau, das hoffen wir auch und unser Ansatz. Wir haben hier halt auch noch zwei Insektenhotels. Ja, das eine, das sieht man von hier aus da links irgendwie Richtung Weg. Genau. Also Richtung Eichenallee dann. Genau. Wieder. So, und da gucken wir halt dann auch eben entsprechend Angebote zu bieten. Ja. Und man sieht schon durch die Pflanzenauswahl, es wird auf alle Fälle auch angenommen. Könnte man sagen, dass durch solche Flächen tatsächlich auch der Friedhof und dass also die Biodiversität quasi auch eine Rolle spielt bei der Planung, dass man das mit Absicht mit einbezieht? Also ich denke mal, wir alle werden immer sensibler und dass es auch immer mehr auch eine Rolle spielt. Mhm. Und das ist eine Ausprägung davon, das kann man so sagen. Wir haben auch seit über 20 Jahren auch das Freiwillige Ökologische Jahr auf dem Friedhof, ja. Was ich übergeordnet auch begleite. Und die bauen eben solche Insektenhotels auch. Und das versuchen wir dann natürlich auch zu fördern mit den verschiedensten Maßnahmen. Das wird auch immer dankbar angenommen dann von den jungen Menschen. Ich muss ja auch sagen, irgendwie, das hat natürlich auch eine schöne Symbolkraft, auf einem Friedhof quasi der Natur etwas zurückzugeben. Gefällt mir sehr gut. Ja, wir sind jetzt hier an der Staudenfläche vorbeigekommen, sind jetzt auf diesem kleinen Weg, irgendwie, der hier in Richtung der polnischen Kriegsgräber geht, wenn ich mich nicht täusche. Genau, da hinten sieht man diese Kreuze und das signalisiert halt die Kriegsgräberanlage, wo auch noch insgesamt 28 Nationen eben vertreten sind, die durch den Zweiten Weltkrieg, also Opfer, die durch den Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Ja. Mal so zwischendurch gefragt, auf welche Dinge müssen Sie denn achten beim Anlegen einer neuen Grabstätte? Also die Lage von Grabstätten in der Nähe zum Beispiel, dass das zusammenpasst? Ja, also wir versuchen auf alle Fälle die Umgebung eben auch mit einzubinden in der Planung, dass es nicht wie so ein fremder Satellit auf einmal auf dem Friedhof wirkt. Dann müssen wir gucken, auch von der Infrastruktur sind die Wege nicht so weit, von der Straße, von der Bushaltestelle, von der Kapelle auch, dass der Trauerzug nicht zu weit gehen muss. Ja, natürlich. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass die Fläche natürlich möglichst frei sein sollte von alten Grabstätten. Mhm. Oder wenn eben vorhandene Grabstätten da sind, wie gut können wir sie einbinden? Liegen Wasserleitungen in der Nähe, sodass wir dann eben auch die Erschließung machen können mit einer Wasserschöpfstelle. Apropos Wasser, wie ist das eigentlich mit dem Grundwasserspiegel? Der wechselt ja auch. Ne? Wie macht man das irgendwie, wenn man zum Beispiel, weiß man, wie hier der Grundwasserspiegel überall ist in genau, den Flächen? Und genau, nee, das wissen wir, beziehungsweise auch Schichtenwasser. Da haben wir natürlich sehr wertvolle Aussagen von den Kolleginnen und Kollegen, die wissen, durch die Beisetzung, wo gibt es eben anstehendes Wasser, wo nicht. Und das berücksichtigen wir natürlich auch dann bei der Neuplanung, dass wir, sag ich mal, wenn wir wissen, hier gibt es hohen Grundwasserstand, dass wir dann dort auch keine Sarggrabstätten installieren. Ja, das ist genauso auch ein wichtiger Aspekt. Also es gibt ganz viele Komponenten, die man berücksichtigen muss. Und die müssen dann alle harmonieren, bis es dann soweit stimmig ist. So, liebe HörerInnen, wir lassen jetzt die polnische Kriegsgräber-Gedenkstätte links von uns zurück und biegen hier rechts auf einen kleinen Weg ein. Wenn wir geradeaus weitergehen würden, dann kämen wir zu den muslimischen Gräbern, nur mal so am Rande erwähnt. Aber wir biegen hier rechts ab. So, auf meinem Zettel, soweit ich das richtig notiert habe, kommen wir jetzt gleich zur Paaranlage, zur Paargrabstätte. Dazu müssen wir von diesem Weg, den wir jetzt hier lang gehen, gleich wieder links abbiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, sehr gut, ja. So, wir sind ja jetzt hier links eingebogen
Und ich sehe hier auf der linken Seite ein Grabfeld. Ja, also das ist die Begräbnisfläche der Religionsgemeinschaft der Baha'i, die hier sich diese Fläche ausgesucht haben. Und genau, diese Gemeinschaft setzt hier ihre verstorbenen Mitglieder bei. Ja, man sieht das ja hier dann auch so ein bisschen im Gegensatz zu den, Grabstätten auf der rechten Seite, die wir hier haben. Die sind dann ganz klassisch, ne? Genau. Hier sieht man, so wie man das eben ganz, ganz traditionell kennt, ein Grabmal mit einer Bepflanzung davor. Das können Wechselbepflanzungen sein oder sogenannte Dauerbepflanzungen, also die immer durchgehend eben vorhanden sind. Und das ist so dieses ganz klassische Bild, was man seit Jahrzehnten eben oder Jahrhunderten vielleicht also sogar kennt. Dauerbepflanzung ist sowas gemeint, was quasi das ganze Jahr was über immer, drauf bleibt, was dann eben, genau. Ne? Ja, das kann zum Beispiel immer grün sein, wie Kodonia aster oder Waldsteinia oder Efeu oder genau. Oder eben die Begonien im Sommer und die Stiefmütterchen im Frühjahr. Also das ganz klassische Bild. Ja. Und sagen Sie, warum wurden die Paaranlagen eigentlich geschaffen? Ich meine, man kann sich ja auch auf einem ganz normalen Platz irgendwie zu zweit bestatten lassen in einem Grab, oder? Absolut, genau. Dass eben die normalen oder herkömmlichen Grabstätten, so wie wir das kennen, oder die klassischen, wie wir sie auch nennen, dort können bis zu 8 Verstorbene beigesetzt werden. Ja. Beziehungsweise eine Sarggrabstätte ist 9 Personen. Ein Sarg und 8 Urnen. Mhm. Und da kann sich das Paar natürlich, wenn sie sich eben auch entscheiden, sag ich mal, es möchte nur als Paar beigesetzt werden, dann ist es auch eine Paar-Grabstätte sozusagen. Ja. Aber das ist 1998 wurde die erste Paaranlage geschaffen. Ja, die sehen wir jetzt hier, auch das, hier dieses kreisrunde. Genau. Wurde 1998 geschaffen, als wir nennen es bei uns intern als Themengrabstätte. Mhm. Also ein Thema, womit wir eine Fläche bespielen. Genau, wir sind jetzt hier, sehen jetzt hier eine Paaranlage, die wirklich kreisrund gestaltet ist. Ja. Auch hier wieder das Thema, ne, klare geometrische Formen, die hier wieder auftauchen. Und das ist ein Angebot. Also die Paaranlage für sich gesehen, die es seit 1998 bei uns auf dem Friedhof gibt, das war was ganz Neues, weil wir quasi Themen ausfüllen Themen bespielen. Hier ist es eben das Thema Paare und hier können sich entsprechend immer 2 Menschen beisetzen lassen. Ja. Wie sich das Paar auch immer definiert. Und wie sieht das dann mit der Pflege hier aus? Genau, im Gegensatz zu den klassischen Grabstätten ist hier die Pflege inbegriffen. Mhm. Also der angehörige Partner muss sich hier um nichts kümmern. Ja. Auch gibt es eben auch schon eine zentrale Inschriftensteine, wo die Namen der Paare entsprechend eingearbeitet wird. Auch da muss eben kein Grabmal wie sonst eben bei einer klassischen Grabstätte erworben werden. Ja. Na gut, ich meine, wenn hier quasi Wechselbepflanzung oder sowas wie gewünscht wäre, das würde ja gar nicht funktionieren, ne? Weil das Ganze ja hier einem sehr strengen Konzept folgt. Es soll wieder auch genau ein einheitliches Thema sich darstellen und das hat man dann eben auch so ein stimmiges Bild konzipiert, was sich dann so hier widerspiegelt. In dem Fall bei dieser Anlage mit sehr viel Wechselbepflanzung. Ja. Und wir werden gleich noch eine weitere Paaranlage sehen. Da haben wir noch ein anderes Bild, aber das kann ich gleich mal erläutern. Es gibt hier mehrere unterschiedliche Paaranlagen. Ne? Genau, also wir haben mittlerweile 6 Paaranlagen und dann noch 2 weitere kleinere Anlagen, die auch noch ein anderes Konzept haben, aber 6 Paaranlagen mit diesem Konzept. Also Sie sehen hier die Rasenflächen, das ist die Beisetzungsfläche für Särge und Urnen. Mhm. Und dort, wo die Wechselbepflanzung steht, das ist dann eben einfach
sag ich mal, Schmuckbepflanzung, wo dann auch die Inschriftensteine zu finden sind. Ja, das dient ja auch der Präsentation dieser Steine, die hier. Genau, dass es dann nett eingebunden ist. Wir verlassen ja jetzt die paar Grabstätte Richtung Süden, also nach links raus hier aus dem Ausgang, Richtung Süden in die ursprüngliche Richtung zur Kapelle 13 wieder. Und da kommen wir jetzt hier an einem speziellen kleinen Feld vorbei. Ja, das ist richtig. Hier sieht man eine kleine Begräbnisfläche für Kinder. Das ist natürlich immer ein sensibles Thema. Ja. Genau, es ist eben eine von mehreren Anlagen, die wir hier auf dem Friedhof haben. Ja, dann lassen Sie uns doch einfach mal weitergehen. So, jetzt sind wir hier, die Paaranlage an den Wasserbrunnen. Ganz genau, ja. Das ist eine große Paaranlage, wie ich hier sehe. Das ist die größte Paaranlage, die wir haben. Ja, es geht hier direkt rein und wir sehen hier vor uns zwei Wasserbecken. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also dort sind Wasserspiele installiert, die man jetzt gerade nicht sieht und auch so jetzt nicht hören kann. Aber normalerweise sind eben in jedem Wasserbecken zwei Strahlen, die sich in der Mitte treffen. Ja. Und sollen eben das Thema Paar nochmal transportieren. Und was ich ganz, ganz witzig oder interessant fand, es war mal eine Besuchergruppe hier. Da sagte dann ein Herr, Mensch, das erinnert mich an den Oberteil eines Herzens. Ah, also ja, genau, zwei Strahlen, die sich so treffen und quasi kreuzen. Ja. Das hat dann wirklich so eine Herzform, zumindest der obere Teil, bevor es dann in das Wasser wieder eintritt. Und zwischen den Wasserbecken sieht man auch, läuft ja jetzt hier ein Weg durch. Und direkt dort, wo die Wasserbecken sind, ist auch ein anderer Belag. Das sollte das quasi symbolisieren, eine Brücke, als wenn man über eine Brücke rüber geht. Also ne, wir arbeiten hier auch viel mit Symbolik. Und man sieht auch, links ja, und bevor wir jetzt so, weiter. Zurzeit ist das ja so, dass diese Wasserspiele nicht in Betrieb sind. Ne? Ja, normalerweise. Genau, normalerweise würden die jetzt hier noch plätschern. Aber jetzt durch den Krieg mit der Ukraine und den ganzen Sparmaßnahmen, die immer mit verbunden sind, wurde auch hier das eingestellt. Und das ist sozusagen, gehen wir auch darauf entsprechend ein und ja. Ja, wir müssen ja alle jetzt irgendwie Energie sparen, damit das hinhaut. Finde ich aber gut, dass sich hier darüber Gedanken gemacht wird. Und wir sehen da ja noch mehr Symbole. Ne? Da hinten ist so ein Paar, würde ich sagen, auf einer Stele aufgebracht. Wollen wir da mal hingehen? Ja, können wir gerne machen. Wir gehen hier durch so einen Rosenbogen. Ja, ja. Das soll auch nochmal symbolisieren, wir haben ja vier Stück davon, dass man in einen, sag mal, in einen intimeren, geschützten Bereich reingeht. Alles klar. No, das hat immer, man durchdringt, sag ich mal, ein oder man betritt einen anderen Raum. Wir haben hier auch relativ viele Sitzplätze, also Bänke stehen. Damit arbeiten wir auch ganz bewusst, damit die Menschen die Möglichkeit haben, wenn sie möchten, länger zu verweilen. Sag ich mal, das ist ja auch hier mehr gestaltet wie ein Garten. Ja. Und auch das soll wieder bei der Trauerbewältigung helfen. Und wenn man sich darauf einlassen will, kann man auch ins Gespräch kommen und das natürlich darüber auch. Also quasi die Menschen auch in Interaktion treten. Ganz genau. Ja. Ich meine, wenn man Bänke hinstellt, dann zeigt man den Leuten ja auch, ihr dürft euch hier aufhalten, ihr dürft euch hier hinsetzen und quasi. Richtig. Ne, innehalten. Ja. Und der Unterschied zu der Paaranlage, die wir vorher gesehen haben. Ja, die Kreisrunde. Genau, da war ja eine Wechselbepflanzung. Und hier arbeiten wir gänzlich eben mit einer Staudenbepflanzung, die natürlich dann nochmal eine ganz andere Optik entsprechend hergibt. Ansonsten haben wir halt die eingerahmte Gehölzkulisse, die natürlich auch immer nochmal Akzente setzt über das hier. Ja. Ja, das ist ja auch von außen dann abgeschlossen sozusagen. Richtig, ja. So, und jetzt sehen wir hier eine Tafel, auf der
zwei Menschen zu sehen sind, die sich einander zuwenden. Und das sind ganz viele Wörter. Ganz genau. Das sind alles Begriffe, die eben die Gemeinschaft als Paar darstellen sollten, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Und im Schwierigen. Ne? Also ich sehe da gerade so Sachen. Vergeben, tolerieren, Unterstützung, ja. Eifersucht. Genau, alles, was eben dazu gehört. Und ich hatte natürlich auch, als ich das noch konzipiert hatte, dann auch nochmal meine Frau gefragt. Ne? Das ist dann auch immer nochmal ganz spannend, was dann zum Tragen kommt. Ja. Und diese Begriffe wiederholen sich auch. Aber, sag ich mal, geliebt, also eben das Wort Liebe, das findet man nur hier einmal. Und da sage ich immer, da sollen mal die Leute suchen. Ja, kann man sich vorstellen, dass die Menschen dann plötzlich auch sehr still werden, weil sie auf der Suche sind. Genau, genau. Und Liebe ist sowas Einzigartiges, das soll eben, dadurch ist es auch nur einmal dort. Ja. Ich muss zugeben, ich habe es bisher noch nicht gefunden. Ja, da brauchen Sie auch noch einen Moment. Wahrscheinlich. Auch von der Darstellung her soll es auch erstmal nicht gleich ersichtlich sein. Oder ist auch zu interpretieren, ist es Mann, ist es Frau oder ist es Mann, Mann, ist es Frau, Frau oder wie auch immer. Das soll es eben auch offen halten. Wenn man sich umdreht, sieht man auch nochmal eine Paarsymbolik. Auf der anderen Seite von dem Feld, genau. Ganz genau. Ja. Ich würde sagen, deutlich gegenständlicher, wo man ganz klar auch das Geschlecht zuordnen kann. Aber so kann sich auch jeder dahin ziehen, also das entsprechend ansprechend finden oder hingezogen fühlen, was er entsprechend favorisiert oder gut findet. Inklusion, das finde ich schön. Und Diversität. Genau, da sind wir wieder bei dem Thema. Man findet hier ja auch eine spezielle Art von Gedenktafeln bzw. Stelen, die hier stehen, diese Dreiecksformen. Was hat es denn damit auf sich? Genau, also diese Stelen, die stehen eben auch in dieser Staudenrabatte. Und da können, wenn das Paar es möchte, eben ihre Namen und Lebensdaten hinterlassen. Und wenn man möchte, kann man auch sagen, das ist die Dreifaltigkeit. Ja, ja. Aber muss man überhaupt nicht, war auch nicht so geplant. Aber also jeder kann wirklich das interpretieren, was er möchte, was ihn anspricht. Vielleicht ist eben auch einer, sagt, das sieht einfach hier, die Anlage sieht einfach nur nett aus, ohne sich größere, tiefere Gedanken zu machen. Und andere können dann natürlich da ihre Gedanken wandern lassen. Und das sind dann eben, hier kann man den Namen hinterlassen mit den Sterbe- und Geburtsdaten oder Geburts- und Sterbedaten. Und auch hier ist wieder, Sie sehen hier die große Rasenfläche, das ist dann die eigentliche Belegungsfläche. Mhm, auch hier für Urnen und für Särge. Genau, und den Sandstein, den Sie hier sehen, der kommt auch aus Deutschland, aus Thüringen. Das ist sogenannter Seeberger Sandstein. Mhm. Der wurde auch in Berlin im Reichstag verwandt. Nur nochmal auch so ein Streiflicht. Ja. Schon spannend. Das heißt, je tiefer man immer so eindringt in die Materie sozusagen der Konzeption, dann findet man immer wieder neue, interessante Details. Genau, ja. Genau, und hier sieht man eben bei den Bänken auch die Möglichkeit, individuellen Gedenkschmuck zu hinterlegen. Da ist natürlich das Bedürfnis da, eine Trauerhandlung durchzuführen oder nochmal zu gedenken, gerade an besonderen Tagen wie dem Geburtstag oder Und dafür sind diese kleinen quasi Plätze irgendwie direkt neben den Bänken gedacht, ne? Ganz auf denen genau. Wir jetzt hier diese vielen verschiedenen Blumen und ganz genau. Auch diese Laterne da sehen. Genau. Irgendwie und das ist auch für uns immer eine Herausforderung, da halt Angebote anzubieten, eben Räume, Plätze zu schaffen, wo man eben individuellen Gedenkschmuck ablegen kann. Trotzdem finden die Menschen es schön, auch eine ruhige gestaltete Anlage zu haben. Ja. Und das funktioniert hier aber so, wie man sieht, denke ich, ganz, ganz gut. Das scheint ja auch mit den Menschen zu funktionieren, dass sie das Konzept so annehmen, wie es gedacht ist. Aber es ist schon immer eine Herausforderung und kann auch zu Problemen führen. Ja. Auch in anderen Anlagen haben wir das,
weil ihm ganz stark das Bedürfnis ist, was man auch nachvollziehen kann. Ja, ja. Aber sag mal, wem solche Anlagen nicht zusagen, eben aus diesen Gründen, der kann eben auch ein ganz klassisches Grab erwerben und dort alles machen, ja, ja. In Anführungsstrichen. Alles hat natürlich auch seine Grenzen, ja, ja. Aber solange es den nächsten Grabnutzer nicht stört, eben das zu pflanzen, was er möchte und den Stein aufzustellen. Ja, wir gehen jetzt hier einmal außen rum um das Karree hier und schwenken dann gleich hier vorne auf den kleinen Weg rechts wieder ein. Und da sehe ich irgendwie, nichts. Woran liegt das? Ja, das ist zutreffend. Das ist einfach eben eine größere Rasenfläche mit einem Weg, der eben durch dieses Feld läuft. Ja. Und das ist einer von unseren anonymen Urnhainen, so wie wir es nennen, also anonyme Begräbnisfläche. Ja. Wir haben genau drei Anlagen auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Das ist die letzte Anlage, die so angelegt wurde. Und also hier ist wirklich dann eine große Belegungsdichte, was man so jetzt nicht sieht. Mhm, ganz genau, ja. Ist das denn stark nachgefragt? So ein anonymes Grabfeld? Also es war sehr, sehr stark nachgefragt, was wir gar nicht als Friedhof so gut finden oder so schön finden, weil es eben auch anonym ist. Da gibt es natürlich dann auch einige Begleitaspekte. Ja. Menschen oder Angehörige, die doch auch trauern möchten und nicht wissen, wo die denn jetzt wirklich nicht können. Das sieht man auch hier im November zu den toten Gedenktagen. Dann sammelt sich hier wirklich ganz viel, wirklich Massen an Grabschmuck. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass die Leute einen Ort zum Trauern haben möchten. Ja, sie möchten und mit ihrer Trauer irgendwo hin. Genau. Ganz genau. Ja, sie möchten das auch symbolisch absolut, darstellen. Ja. Absolut. Und dafür sind diese Flächen hier, hier ist eine Fläche, das ist im Stein, also das ist gepflastert. Das heißt, diese Fläche ist dafür gedacht. Ganz genau. Dass man da Grabschmuck ablegen kann. Richtig, genau. Und wir haben halt auch geguckt, also es war ein wirklich unheimlich hoher Anteil, die eben sich haben anonym beisetzen lassen. Auch aus den Aspekten, ich möchte meinen Angehörigen nicht zur Last fallen, sollen sich nicht kümmern müssen, wie eben bei den klassischen Grabstätten, wo man natürlich auch eine Grabpflege abschließen kann. Ja, ja. Aber da haben wir versucht, eben gegenzusteuern. Und eine Antwort ist eben die sogenannten Themengrabstätten, wie eben die Paaranlage oder Schmetterlingsgrabstätte oder Baumgräbern und so weiter und so fort. Und seit wir die anbieten, hat sich das Blatt wirklich komplett gewendet. Wirklich die Zahlen, um die jetzt in den Themengrabstätten die Beisetzungen dort gestiegen sind, ist dann auch dieser Anteil bei den anonymen Grabstätten zurückgegangen. Und im Vergleich, also bei Großstädten, konnten wir da wirklich gegen die Entwicklung gegensteuern, also im Vergleich zu anderen Städten. Das ist nochmal ganz interessant. Ich weiß gar nicht, gibt es da regionale Unterschiede? Also dass es irgendwie in manchen Regionen mehr anonyme Grabstätten gibt irgendwie als in anderen? Das kann ich jetzt gar nicht so generell sagen, aber was auf alle Fälle ist, Stadt, Land. Ja, ja. Ne, also in der Stadt ist es auf alle Fälle viel, viel stärker gegeben als im ländlichen Raum. Tja, die Anonymisierung der Stadt. Ne? Richtig, ganz genau. Auch hier sind wir wieder bei dem Thema Gesellschaft. Ja. Und das ist bei uns jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen, ist es so, dass wir auch sagen, der Friedhof ist auch da ein Spiegel der Gesellschaft, ist auch eben Teil der Gesellschaft, auch wenn eben die Menschen dann schon verstorben sind. Aber die Angehörigen sind natürlich auch hier auf dem Friedhof zum Trauern und sind auch ein Teil der Gesellschaft. Und letztendlich ist ein Friedhof eben für die Trauernden da. Für die Hinterbliebenen. Ganz genau. Klar. Sie haben das eben schon erwähnt, und zwar die sogenannte Schmetterlingsgrabstätte. Was können wir denn darunter verstehen? Ja, das am besten ist, wir gucken uns das mal an. Dann machen wir uns da mal auf den Weg. Wir gehen also jetzt wieder zurück
durch die große Parkanlage hier. Ja, was auch nochmal ganz interessant war, als wir diese neue Anlage neu entsprechend fertiggestellt hatten, haben sich auch gleich auch Angehörige gemeldet, ob es nicht möglich ist, von der anonymen Grabstätte ihre Verstorbenen hier umzubetten. Ah, ja. Also das ist ja auch nochmal ein Indikator. Obwohl das auch nicht so einfach geht, weil das schon dann auch Störung der Totenruhe ist. Ah. Wie haben sich denn die Ansprüche der Gesellschaft an Grabstätten in den letzten Jahren überhaupt verändert? Gibt es da eine Veränderung? Ja, also unsere Wahrnehmung ist, dass, dass es eben möglich. Also wir schwenken jetzt hier links ein, ne, nach der großen Paaranlage. Entschuldigen Sie für die Unterbrechung. Genau. Nein, also das, das wird sehr gut angenommen, dass sich die Angehörigen nicht um die Pflege kümmern müssen. Ja. Also da haben wir sehr viele Angebote. Und genauso wie die Gesellschaft immer diverser wird, sind wir wieder bei dem Thema. Umso breiter ist auch das Angebot, was wir über die Jahre immer mehr und mehr anbieten. Ja, ja. Und das sehen wir schon, dass es immer individueller wird. Und das versuchen wir, soweit es uns möglich ist und soweit es auch in unser Konzept passt, entsprechend anzubieten. Sie gehen also auch wirklich immer drauf ein und versuchen auch irgendwie diesen Entwicklungen irgendwie dann stattzugeben, beziehungsweise die auch dann wieder zu spiegeln. Ja, die Gefahr besteht natürlich auch, dass man aufpassen muss, dass man immer sehr gut überlegen muss, wollen wir jetzt, sag ich mal, jeder Entwicklung hinterherlaufen und bedienen, wo man dann vielleicht auch sagt, in 10 Jahren oder 20 oder 30 Jahren, Mensch, was habt ihr denn da gemacht? Das muss man natürlich immer ganz genau abwägen. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Gibt es denn auch immer wieder mal so Ideen, wo man sich nach 5 Jahren dann fragt, warum haben wir das bloß gemacht? Wie wollen wir das wirklich so weitermachen? Ich meine, buchen die Menschen dann vielleicht nicht oder gucken, wollen damit eigentlich gar nicht beerdigt werden? Oder wie? Gibt es sicherlich auch. Ne? Glücklicherweise haben wir das so noch nicht erlebt. Indikator ist ja auch erstmal, wie stark wird das dann auch angenommen und nachgefragt. Und da haben wir bislang, sind wir immer einen guten Weg gegangen. Aber man kann ja trotzdem auch sagen, auch nach 10 oder 15 Jahren, auch wenn sich viele dafür entschieden haben, war doch nicht so ganz klasse. Ja. Also ich bin jetzt mittlerweile seit 22 Jahren hier. Bislang konnte ich das so noch nicht feststellen. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Ja. Also ich denke, das sollte man immer auch im Hinterkopf laufen haben. Na gut, man kann ja nie wissen, irgendwie, ob etwas in 5 Jahren immer noch so wunderbar ist oder nicht. Nee, aber man sollte sich schon gute Gedanken machen. Ne? Ja. Also. So, wir biegen jetzt hier von dem größeren Weg in den kleineren rechts ein. Tja, Schmetterlingsgrabstätte. Warum ausgerechnet ein Schmetterling? Ja, ein Schmetterling hat auch eine hohe Symbolkraft. Man sieht es auch, auf jeden Grabstein muss auch ein Schmetterlingsmotiv eingearbeitet werden, damit diese Anlage eben auch noch stärker darüber sich darstellt. Ja, wir sehen ja hier, ne? Also auf jedem Stein ist tatsächlich irgendwo ein Schmetterling. Genau, oder unterschiedlichen Art und Weise. Und Schmetterling steht ja auch, für Stadien, die das Insekt durchlebt. Ne? Es ist eine Puppe und schlüpft und erstrahlt dann als Schmetterling. Ja. Und das ist halt dieser Kreislauf, der darüber symbolisiert wird. Mal eine Frage, wie kommt man auf solche speziellen Ideen? Wie kommt man da überhaupt drauf? Wo kommt das her? Von den Kolleginnen und Kollegen einfach aus dem Unternehmen. Mhm. Also wir setzen uns tagtäglich ja hier mit dem Thema Tod und eben auseinander. Und ich denke, das ist nicht anders mit Ihrer Arbeit, wenn man irgendwas Kreatives macht. Ja. Es arbeitet immer im Kopf und es arbeitet auch bei den Kolleginnen und Kollegen im Kopf. Und ich denke, wichtig ist auch, die Offenheit zu haben, das ansprechen zu dürfen, zu können und darüber diskutieren zu können. Und dann kommt man zu einem Ergebnis. Und wenn man es offen, also wirklich auch sich dem öffnet, dann kann man auch neue Wege begehen. Ja. So, wir gehen ja jetzt hier nochmal am Rand des Schmetterlingsgrabstätte vorbei. Sind hier eigentlich spezielle Pflanzen, um Schmetterlinge anzulocken, oder ist das Thema einfach nur für die Grabsteine selber so gedacht? Nein, also wir haben eben auch eine Bepflanzung, die eben begleitend zu der Grabbepflanzung hier installiert ist, die eben auch Schmetterlinge anziehen sollen, wie die Schmetterlingssträucher. Ja.
Ich glaube, hier sind alleine auch 10 Stück von da. Wir haben entsprechende Stauden, die Schmetterlinge anziehen soll. Und so versuchen wir eben das Thema stärker zu transportieren. Ja. Übrigens ist das hier auch die zweite das zweite Schmetterlingskrabfeld, was wir hier auf dem Ohlsdorfer Friedhof haben. Und ja, also wir hatten eben bei dem ersten Feld gesehen, das wurde sehr gut angenommen. Okay. Und so ist das dann hier auch entstanden. Jetzt haben wir natürlich um diese Jahreszeit jetzt keine Schmetterlingszeit, ne? Aber das kann ich mir schon toll vorstellen, irgendwie, wenn das hier losgeht. Ganz genau, ja. Herr Herbst, wir sind natürlich jetzt hier schon am Ende unserer Tour angelangt. Ah, ich glaube, ich hätte noch was Spezielles für Sie. Ach, da bin ich mal gespannt. Ja, kommen Sie mal mit. Sehr gern. Ja, jetzt gehen wir natürlich jetzt aus diesem Grabfeld, aus dem Schmetterlingsgrabfeld wieder raus. Kleinen Weg, kommen hier auf einen asphaltierten Weg und gehen den links runter. So, und hier sehen wir auch schon einen gepflasterten Weg. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, was mich da an diesem Weg erwartet. So, jetzt sind wir hier auf den Weg rechts abgebogen, den gepflasterten Weg mit diesen schönen Verbundsteinen, die man hier immer wieder mal findet. Genau, die auch aussehen schematisch wie ein Teddybär. Ah, ja, stimmt. Ein Gummibärchen. Ah, jetzt können wir hier mal stehen bleiben. Okay. Und ich frage Sie mal, ob Ihnen irgendwas Besonderes auffällt. Ja, jetzt sind wir ja hier stehen geblieben und ich schaue mich um. Wir sind ja hier, also kurz vor der Eichenallee, wie ich das sehe, die da richtig, quer läuft. Ja. Und die Kapelle 13 ist hier, glaube ich, auch gleich. Genau, ne? Schuhmacherbau, so wie man auch ein Stadtbild kennt mit dem berühmten Klinker. Ja, ja. Und wir stehen hier vor einem sehr schönen, kleinen, gepflegten Grabfeld. Und ich sehe da einen Grabstein, der eine spezielle Form hat. Das ist zutreffend. Ja. Ist ihm gut aufgefallen, genau. Und können wir mal näher rangehen. Wer ist denn da begraben? Also wir stehen hier vor einer Grabstätte. Ja, ich sehe einen Grabstein, wie der ja, sehr speziell ist. Schwarz-goldene Schrift, oben goldene Boxhandschuhe. Fritz Stuneck, das sagt mir natürlich was, ne, da ich ja selber boxe. Ja, das ist ja dann wirklich nochmal ein Highlight für Sie, oder? Absolut, absolut. Ich meine, das ist ein Weltmeistertrainer. Ne? Das ist jemand, der einen Weltmeister gemacht hat. Genau, die beiden Klitschkos. Stuneck irgendwie auch ein sehr, sehr eigener Typ. Ne? Mhm. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich und so, aber ich fand auch seine Interviews damals irgendwie immer sehr beeindruckend, wenn er dann mit seiner irgendwie grummeligen, aber auch irgendwie herzigen und lustigen Art irgendwie dann da seinen Senf dazu gegeben hat, was Reporter da wieder seiner Meinung nach verbockt haben. Genau, also ich... toller Typ. Also es war ja auch sowas wie eine Vaterfigur für die Klitschkos. Ja. Hatte ich mal im Interview auch mitbekommen. Das ist auch eine besondere Grabstätte, die ist wirklich schön. Ja, vielen Dank. Das ist eine tolle Überraschung zum Schluss nochmal gewesen. Ja, bitteschön. Wie gesagt, einer meiner Helden. Ne? Tolle Sache. Herr Herbst, vielen lieben Dank. Ich habe auch vielen lieben Dank für Ihre Zeit und Ihre Geduld und für die wunderbar erhellenden Ausführungen. Gerne, Dankeschön. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Thorsten Herbst von den Hamburger Friedhöfen. Wenn es Ihnen gefallen hat, klicken Sie auf Abonnieren und verpassen Sie keine Folge mehr vom Podcast Ohlsdorf bewegt – Geschichten vom größten Parkfriedhof der Welt. Ohlsdorf bewegt – der Podcast ist ein Angebot der Hamburger Friedhöfe, Anstalt öffentlichen Rechts. Geschäftsführer Carsten Hellberg. Leiter Friedhöfe, Rainer Wirz. Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Lutz Rehkopf. Projektleitung Ohlsdorf bewegt, Melanie Tornay und Marc Templin. Moderation Viktor Hacker. Interviews, Schnitt und Produktion Timo Landsiedel.